Die Nacht ist um. Du stehst auf, lange bevor deine Familie aufsteht. Anziehen, Frühstück, Auto, Parkplatz, Werkshalle. Du trägst Verantwortung, du musst liefern. Vorprodukte, Zwischenprodukte, Endprodukte. Der Markt wird schwieriger. Alle machen Druck. Deine Kunden machen Druck, dein Chef macht Druck, weil sein Chef ihm Druck macht. Sie wollen mehr Qualität von dir, aber bei gleichen Kosten. Sie wollen, dass die Kosten sinken, aber dass die Qualität bleibt. Sie wollen höhere Stückzahlen, aber bei gleicher Produktionszeit. Alle sagen dir, dass du besser werden musst, aber keiner sagt dir, wie du das hinkriegst. Du fragst deinen Chef, der sagt, das ist dein Problem. Du fragst deine Mitarbeiter, die haben auch nicht immer eine Antwort parat. Du sprichst mit deinen Zulieferern, deinen Dienstleistern. Keiner hört dir zu. Sie wollen dir nicht helfen. Sie wollen dir was verkaufen. Keiner versteht dein Problem. Keiner fühlt sich verantwortlich. Und dann liegst du wieder nachts wach und fragst dich, wäre die Welt nicht ein bisschen besser, wenn es Leute gibt, die mein Problem so persönlich nehmen wie ich selbst? Und wenn du dann anfängst zu träumen, dann träumst du von uns. Wir halten, was wir versprechen. Unsere Werkzeuge halten, was sie versprechen. Wir kommen zu dir. Wir hören dir zu. Wir denken mit. Wir denken voraus. Wir kommen mit einer Lösung oft, bevor du das Problem gesehen hast. Wenn du nicht gut schläfst, schlafen wir auch nicht gut. Wir wollen dein bester Mitarbeiter werden. Wenn einer von uns vor der Tür steht, sollst du denken, alles wird gut. Wir geben nicht auf, bis du zufrieden bist.